Hallo, ihr Leseratten! Was machst du denn da? Nix. Wir haben jetzt das 19. Video für Februar für euch. Yay! Februar! Hör bloß auf, ich hänge vom letzten Jahr. Na, ich hänge sowieso dahinter her. Januar war es noch nicht online und zwei Videos von 2016 noch nicht online, also alles gut. Ich glaube sogar. Ich bin schon. Ich glaube noch nicht mal, die Lesemonate von Dezember sind. Warum drehen wir das denn, wenn du den Rest noch nicht mal hochgeladen hast? Ja, weil wir jetzt das endlich mehr abarbeiten wollen. Weil wir das abarbeiten wollen. Ja. Und weil wir danach nicht mehr viel Zeit haben, die nächsten drei Wochen, ist wieder schwierig. Ja. Das verwesen. So, dann wollen wir mal loslegen. Das erste Buch war Mängelexemplar Falle. Das hier, aber ja. Es ist halt der zweite Band gewesen. Also wer hat das denn wieder ausgesucht? Wir beide. Wir beide? Ja. Höchstens ich. Markus Heitz, die Legende der Albei. Ja, dann ist der unsere Silvester. Vernichtender Hass. Ja. Okay. Oh, ist das ein Schicksal. Kaum. Ja. Also nicht unbedingt das Book to go. Also. Ja. Nein. Das Warten hat ein Ende. Der neue Bestseller um die Albei. Ich denke mal Alben, aber Albei. Ja, so ähnlich, ja. Sie sind die Feinde der Zwerge und gebieten über die dunkelste Magie. Doch auch die Macht der Albei ist nicht grenzenlos. Ihre Feldzüge münden in einen erbarmungslosen Krieg, der das Land verwüstet und einen totgeglaubten Gegner auf den Plan ruft. Bald geht es für die Albei nicht mehr um den Sieg oder Niederlage, sondern um das Überleben ihres Volkes. Ja. Ich nehm's dir ab, weil da ist kein Platz zum Hinlegen. Was? Nichts. Das wir haben Tisch. Mensch, echt? Wir, ja. Wir haben einen Tisch. Das nächste Buch lag auf Arbeit wieder mal auf meinem Schreibtisch. Diesmal ausgeliehen von einem Arbeitskollegen. Ja. Ja. Ralf Schmitz. Schmitz Katze. Hunde haben Härchen, Katzen haben Personal. Wie wahr, wie wahr. Ach, wäre das schön, wenn ich eine Katze wäre. Ich habe so einen Hunger, ich sterbe. Nein, das fresse ich nicht. Nicht wahr? Ja, ja. Das Beste, was zu diesem Thema geschrieben wurde, seit Tennessee Williams die Katze auf dem heißen Blechdach. Otto Walkers. Otto Walkers. Walker. Ach, je. Otto the Walking Death Walkers. Ja, ja, genau. Manche Männer leben mit einer Frau zusammen. Ja. Ralf Schmitz mit seiner Katze. Und das seit 23 Jahren. Dieses eheähnliches Verhältnis wirft natürlich Fragen auf. Ist das Zusammenleben mit einer Katze wirklich so anders als mit einer Frau? Wer veralbert hier wen den ganzen Tag? Was macht die Katze würgend im Schrank? Wie eifersüchtig ist die Katze und was hat sie ausgerechnet jetzt in Ralfs Bett zu suchen? Schmitz Katze ist witzig, verblüffend und vor allem autobiografisch. Mhm. Und, war gut? Wir sind wieder in Neuzugängen. Hast du es schon gelesen? Weiter. Hast du es schon oder hast du es nicht? So, hör mal auf jetzt! Sag doch mal, ob das hast du oder nicht. Das sag ich jetzt nicht. Das nächste Buch soll ja, kein... Sag mal, tusch mal. Hör mal auf jetzt. Sag doch mal. Psst. Ja, du bist ein bisschen leise. Guck gerade keiner. Sag mal, ja. Oder nein. So, bitte lass. Das nächste Buch dann nicht auf meinem Sub, weil es ein Sachbuch ist. Ich habe auch schon angefangen zu lesen, wie man sieht. Ach, aber man... und da erzählst du es. Und da erzählst du es mir nicht. Psst. Und man kann es aber nicht in einem Stück weglesen. Weil es ist ja... Man muss ja was dazu machen, nicht? So, jetzt darfst du. Marie Kondo. Marie? Mary? Japanisch, ich weiß nicht, Magic, wie man da Marie Magic Cleaning. Wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Vereinfachen Sie ihr Leben. Kaum jemand macht es Spaß aufzuräumen und sich von Dingen zu trennen. Die meisten von uns haben einfach nie gelernt, wirklich Ordnung zu halten. Denn auch beim Aufräumen gibt es den berühmten Jojo-Effekt. Doch mit Marie Kondos bahnbrechender Methode, die auf wenig simplen Grundsätzen beruht und dabei höchst effektiv ist,
wird die Beschäftigung mit dem Gerümpel des Alltags schon mal zu einem Fest. Weißt du? Ja. Und die Auswirkung, die Magic Cleaning tatsächlich auf unser Denken und unsere Persönlichkeit hat, sind noch viel erstaunlicher. Der Generalangriff auf das alltägliche Chaos macht uns zu selbstbewussten, zufriedenen, ausgeglichenen Menschen. Der Nummer 1 Bestseller aus Japan. Über 1 Million verkauften Exemplare. Ist das ein Wunder bei der Einwohneranzahl in Japan schon? Ist nicht China. Nein? Ah, Japan ist nicht viel anders. So. Ja. Dann kommen mal wieder ein paar, glaube ich. 1:1 Täusche. Täusche? Ja. Hast du dich auch nicht täuschen lassen? Nein, ich habe mich nicht täuschen lassen. Nicht? Ist auch das drauf, was drin ist? Ja. Okay. Für gewöhnlich sollte das so sein. Das Buch der Zeit. Was für eine Pflaume? Guillaume Prévost? Du musst erstmal noch den Untertitel. Achso, ist ein bisschen durcheinander. Also erst das, dann das und dann das. Ja, nee, ist klar. Das Buch der Zeit. Die steinerne Pforte. Guillaume Prévost. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ja. Kann kein Französisch. Nicht so. Naja. Wer Bücher liebt, lebt gefährlich. Das hätte sich Sam niemals träumen lassen, als er eines Tages auf der Suche nach seinem verschollenen Vater ein mysteriöses Buch entdeckt. Doch dieser Fund ist es, der ihn zusammen mit seiner Cousine Lily auf eine Reise schickt, die noch niemand zuvor erlebt hat. Denn Sam und Lily sind auf ein uraltes Geheimnis gestoßen. Auf das Buch der Zeit. Was? Schon so spät? Ich muss los. Greift dich schon platt, es ist die Blume eingegangen. Ist die Blume eingegangen, die du gerade eben versucht hast, oder auch dich hinzustellen? Nee, ich habe sie nur gestreichelt. Du hast sie nur gestreichelt. So. Ja. Gut, das nächste ist auch ein 1:1 Tausch. Das da. Ja, das da. Von Patty. Patricia Cornwell. Die Dämonen ruhen nicht. Ich glaube, es ist dann 12, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich nicht. Die Dämonen ruhen nicht. Die Dämonen aus Caius Capettas Vergangenheit sind zurück. In Baton Rouge, Louisiana, werden Frauen ermordet, die der berühmten Gerichtsmedizinerin erschreckend ähnlich sehen. Der zum Tod verurteilte Wolfsmann John Baptiste Chandon verspricht, Kai eine heiße Spur in diesem Fall zu liefern. Das heißt, aber okay, nur unter einer Bedingung. Scarpetta selbst soll ihm die Todesspritze setzen. Sind die anhänglich? Ja, so, das ist schon mal wie die Katzen. Die nächsten beiden Bücher waren zusammen ein 1:1 Tausch. Oh ja. Die gab es nur einen Doppelpack, ja? Nee, ich hatte von der gleichen Person die beiden Bücher bekommen. Nele Neuhaus, Unter Haien. Mein erstes Buch von Nele Neuhaus und ich glaube, das ist sogar ihr erstes Buch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und Roman macht auch wieder mit. Steht das nicht da hinten? Was steht? Ich lese doch gleich vor. Oh, Entschuldigung. Darum geht's doch die ganze Zeit in den Büchern, wenn ich die euch zeige. Das ist na toll. Und da ist nichts. Natürlich ist da was. Ach so. Das Nele. Na Mensch. Sie ist der Star der deutschen Krimiszene. Und Unter Haien ihr erstes Buch. Ha, wusste ich doch. New York 1998. Die junge Investmentbankerin Alex Sondheim ist durch harte Arbeit und Zielstrebigkeit dort angekommen, wo sie immer hin wollte. Ganz oben. Als sie den milliardenschweren Geschäftsmann Sergio Vitali kennenlernt, ist Alex fasziniert. Sie genießt es, am Leben der wirklich Mächtigen teilzuhaben und gibt zunächst nichts auf die Stimmen, die sie vor Vitali warnen. Doch dann bringt eine ungeheuerliche Entdeckung Alex in tödliche Gefahr.
Ich glaube, es heißt Alex und so, weil das ist deutsch. Alex, Alex, Vitali. Super deutsche Autorin, die kein Mensch kennt. Na klar, die kennt er nicht so gut wie jeder, aber ich habe jetzt von ihr gelesen. Meine Mutter hat schon mal von ihr gelesen. Deine und ich Mutter. Habe auch nur Gutes gehört von ihr. Deine, ja, gut. Machen wir einfach mal weiter, ne? Mit Risto Isomäki. Ja, da Isomäki. Ja, ja, ich weiß. Aschenregen, Zwiller. So, ein Buch von Mäki. Isomäki. Ein hochspannender und erschreckend realistischer Thriller. Aus einem japanischen Kernreaktor wird Lithium-6 gestohlen. Gleichzeitig verschwindet aus einem Forschungsreaktor in Frankreich eine große Menge Plutonium. Beides zusammen lässt befürchten, dass Terroristen den Bau einer Bombe und einen Mega-Angriff auf eine amerikanische Großstadt planen. Die Nuklear-Terrorismen-Unit wird eingeschaltet. Sie hat bald ein Schiff im Visier, das Tonnen von Uranerz geladen hat und Kurs auf L.A. nimmt. Tonnenweise Uran auf dem Schiff. Das Schiff müssen Sie ja schon weit gesehen haben. Das muss ja schon tierisch geleuchtet haben. Also ganz ehrlich, also... Bevor du das nimmst, kannst du mir das Buch da hinten... Nein, oder? Das geht nicht, wegen Blume. Was ist das so, wieder ja, nichts, mach mal. Jetzt das Buch habe ich bekommen vom Autor selbst, überraschenderweise. Von Marco, ja? Ja. Mhm. Marco Martinez, ja? Genau. Mhm. Die Wohnung. Moment mal, wo war der Aufräumband gewesen? Hey, die... Guck mal, ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Die passen doch gut zusammen. Ne? Dreht die auch schon weg. Ja, der ist schlecht. Die Wohnung ist Davids und Christinas Refugium und einziges verbliebene Konstante. In einer durch die Sonne verursachten neuen Realität. Allen und verloren in ihrem selbst geschaffenen Gefängnis. Belagert von Toten gibt ihnen nur ihre Liebe zueinander den nötigen Halt. Ein Alltag aus Hoffnungslosigkeit und Angst zu bestehen bis zu guter Letzt. Am Ende aller Kräfte, Nahrungsmittel und Belastbarkeit einen waghalsigen Plan in die Tat umsetzen. Du hast den letzten Satz irgendwie komisch gelesen. Ja, der, guck dir das doch mal ich an, weiß, wie das geschrieben ist. Aber das ist noch schlimmer hier. Das ist furchtbar. Das ist hier noch schlimmer. Denn ich habe das Buch schon einmal bekommen von, gib mal wieder das Buch nochmal her, von dem Autor. Ich habe es jetzt quasi doppelt, aber er hat ja geschrieben in dem Brief, dass das hier sehr fehlerhaft ist und er hofft, dass ich es noch nicht gelesen habe, damit ich das Buch lesen kann. Das fühlt sich hier auch total gummiert an, das fühlt sich hier normal an. Das heißt, du hast ein Doppelband, ja? Ja, aber das heißt voller Fehler. Ah, wie, wie öl, ich, ne? Wie schwierig ja, irgendwie, oder? So richtig. Ja, aber würde auch wieder zum Buch passen. Aber es beides das gleiche, ja? Das derselbe Inhalt, ja, nur überarbeitet, ja. Genau, oder was? Das ist nur das überarbeitete Buch und das... das und das ist eine Version, die keiner hat, nur du, oder was? Ja doch, das hatten schon welche, deswegen hat er ja nochmal neu gemacht. Also, aber gemerkt, wurde nicht auch veröffentlicht, oder doch? Doch. Doch. Im gleichen Verlag. Ach so. Und die haben es dann überarbeitet. Und dann haben sie festgestellt, dass sie Fehler haben. Ja. Cool. Gelle? So, fühlt sich ja auch eklig, ne? Ja. Sag ich doch. So, und dann gab es noch ein Rätsel-Exemplar und war von Bücher.de mal wieder. Ja, du, hör doch mal auf. Also... Oder möchte ich Bücher Zukunft selber vortragen? Salvatore Bastien. Leseexemplar. Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands. Meine Leute kommen auf Ideen. Also das da unten wieder nicht. Der Bestseller aus Italien. Dieser Roman ist bereits ein internationales Phänomen. Ein junger Mann, der vergessen hat, was es heißt, geliebt zu werden. Eine junge Frau, die einen Pakt mit dem Schicksal geschlossen hat. Gemeinsam überwinden sie alle Hindernisse und holen sich die Hoffnung zurück. Na, schmeiß das mal nicht so. Dann hat Ihmchen eine Tüte voll Bücher gefunden. Ich habe Bücher gefunden? Mal wieder? Ach Quatsch! Ich
kommst du immer nur darauf? Ich weiß auch nicht, wie du den immer findest, aber du hast es gefunden. Was soll ich machen, wenn die so rumliegen? Kann die da nicht liegen lassen bei Wind und Wetter, weil über Nacht und dann regnet sind sie hin. Dann nimmt man sie mal mit. Cressley Cole, Braut der Schatten. Ja. Triandaciano, ein Vampir aus dem Reich aus Blut und Nebel, ist ein gefürchteter Assassine. Kühl, rational und beherrscht, so hat er stets seine Aufträge erfüllt. Doch als er den jungen Sorcerer Bettina begegnet, entbrennt sein Herz augenblicklich in tiefer Leidenschaft zu ihr. Aber um Bettina für sich zu gewinnen, muss er an einem grausamen und blutigen Turnier teilnehmen. Na? Einen Kampf auf Leben und Tod, den nur die Liebe gewinnen kann. Oh. Das kommt mal mein Name drin vor. Ja. Ist das nicht der Wahnsinn? Auf dem Klappentext! Erzähl ruhig weiter. Ich hab da nichts zu erzählen. Ja. Weiter? Du hast hier ganz ja, ist ja gut. Du bist auch das Letzte da. Hast dachte, du alle... wolltest noch was dazu Nein, sagen. Nein, will ich nichts Lori Handeland. Shakespeare Andes. Die Autorin der auch Untoten Zähmung. Ein Buch gefunden, ja? Ja. War auch mit dabei in der ja. Tüte? Mein Gott, guck mal ja nicht so neu rein. Gucken hier neu. Ja. Genau. Guck gar nicht so genau rein. Ob da genau das ist, was du brauchst, weißt du? Das brauche vor allem. Die Liebe ist blind, das Dunkel ist ihr Recht. So steht's da. London 1616. Eine Flut untoter Kreaturen überschwemmt die Straße der Stadt. Ein Fall für die Jägerin Catherine Diamond. Während eines Kampfes mit den Untoten trifft sie auf den attraktiven William Shakespeare, der ein dunkles Geheimnis birgt. Er ist ein Vampir. Na Mensch. William Shakespeare ist ein Vampir. Soll ich dann mal googeln. Gemeinsam versuchen William und Catherine herauszufinden, wer hinter der Zombie-Flut steckt und entdecken dabei unerwartete Gefühle füreinander. Eine erfrischende, humorvolle und einfallsreiche Geschichte um Englands größten Dichter. Erfrischend humorvoll, ja? Mhm. Eine Flut von untoten Kreaturen. Erfrischend. Mhm. So steht's hier. Ja, doch. Ja, ist ja, also, wenn ich das, aber wenn ich dazu lese, ja, eine Flut untoter Kreaturen überschwemmt die Straßen der Stadt, denke ich zuerst an die Pest und einen Haufen Tote, die überall rumliegen. Untote, nicht Tote. Ja, aber man assoziiert es damit, bitte. Ach so. Mit Pest und Tote und weiß ja nicht, dass sie ja Würfelstand sind früher. Na, Untote ist ja... Nur ein bisschen tot, nicht richtig. Nee, das Walking Dead halt, ne? Ja. Eben. Weiter bitte. Walking Dead 1616. Mit genau. Shakespeare als Vampir. Yeah. Sollten wir vielleicht mal Anreiz geben. Susan Squirrels. Was Eichhörnchen heißt nee, die? Nicht ganz. Ach, Squirrel. Ja. Aber Squirrels ist doch das junge Eichhörnchen. Ja, genau. Der Ruf der Wollust. Die wollige Lust. Schatz, ich hab Lust zu stricken. Das ist die Wolllust, ja? Ja, genau. Ja, hol das Strickzeug raus, ne? Eine unmögliche Liebe und eine gefährliche Leidenschaft. Beatrice wird von den Geistern ihrer Vergangenheit verfolgt. Selbst nach Jahrhunderten sieht die Vampirin noch die leeren Augen ihrer Opfer. Schmeckt sie das Blut, das sie damals genussvoll vergoss, bis sie erkannte, dass sie dadurch zu einem Monster wurde. Seither hält Beatrice ihren Hunger ebenso streng unter Kontrolle wie ihre Gefühle. Doch dann begegnet sie John Staunton, dem Herzog von Langley, und zum ersten Mal flackert wieder ungezügeltes Begehren in ihr auf. Begehren nach seinem Körper, seinen Händen und seinem Herzen.
und seinem Blut bestimmt. Ja. Christina Dott. Flammen der Nacht. Der sieht aber schon abgelesen aus. Das oder? Ist so. Ach, das ist so abgelesen. Christina Dott entführt ihre Leser in eine Welt voller Wunder und Romantik. Die Warinski-Familie ist legendär. Legendär böse. Seit ein Urahn einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, haben seine Nachfahren zwar keine Seele mehr, dafür aber die Fähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln. Douglas Black ahnt nichts von einem gefährlichen Erbe und er ahnt ebenso wenig, dass die Warinskis ihm auf den Fersen sind, weil er den teuflischen Pakt zu bannen vermag, sobald er das Herz einer ganz besonderen Frau erobert hat. Ja, nee, ist klar, sicher. Ja, schön hinlegen. So. Du hast die Bücher angeschaut. Ja, Tanja Carpenter, Tochter der Dunkelheit. Die Kamera sehen aber nicht schlecht aus. Aber so kann man drauf reinfallen auf die Bücher. Das ist Absicht, ne? Macht süchtig wie Vampirblut. Wo auch jeder von uns schon mal Vampirblut genascht hat. Deswegen weiß jeder, dass das so süchtig macht wie Vampirblut. Ja. Hast du noch nicht? Nein, absolut Metzger. Blutwurst wiederholen, ne? Tote Oma, ne? Vampirblut. Tote Oma nach Pfanne. Als die junge Hexe Melissa sich in den unwiderstehlichen, attraktiven Vampir Armand verliebt, kennt fast Ahmed hier lesen, will sie mehr über diese faszinierende Spezies der Untoten erfahren. Doch bei ihren Nachforschungen enthüllt sie ungewollt das Geheimnis ihrer eigenen Herkunft und bringt sich damit in Lebensgefahr. Wie Armands Hilfe sucht Melissa Zuflucht bei einem mysteriösen Geheimbund, doch ist sie hier wirklich in Sicherheit? Wer weiß das schon? So, und das letzte Buch hat Daniel in den Einkaufswagen geschmuggelt bei Kaufland. Hab ich das? Hast du. In welchem Jahr war das? Dieses Jahr. Paul Fitch, Rattenfänger. Ja. Und was soll ich sagen? Das Ding ist orange. Niemand entkommt dem Rattenfänger. Auch du nicht. Unschuldige Menschen sterben. Zwischen den Morden vergehen Tage, Monate. Wo zunächst kein Zusammenhang scheint, erkennt Detective Mark Heckenberg vom Dezernat für Serienverbrechen ein grausames Muster. Die Zeit läuft, denn der Killer handelt nach Plan und nichts wird ihn davon abhalten, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ein beunruhiger Roman, eine packende Story und reihenweise glaubhafte Figuren, große Kunst, aber nichts für schwache Nerven. Das war's! Das war's! Yay! Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Moment doch mal. Nein, ich weiß auch nicht, wie viele Bücher es waren. Ich habe sie nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind mindestens 12. Das sind mindestens 15. Vielleicht auch 16. Wer weiß das welches schon? Welches Buch habe ich gekauft? Gar keins. Nee, prima, prima. Eigentlich wollte ich ja gestern auch noch eins mitnehmen. Wie, weil das gestern die 4 Euro hätte es auch nicht mehr fett gemacht. Welches denn? Ja, das, was wir in der Hand hatten, der Band 3. Achso. Das war das Einzige, was aussah, was man mitnehmen könnte. Achso. Ja. Ja, schon wieder Papier gewesen. Ja? Ja. Ja, passt doch. Ist doch gut. Du bist doch gerade auf Vampir-Trip. Ich bin auf dem Vampir-Trip. Wer so viele Bücher mit Vampiren mit Emma hat, ja, und die auch noch bereitwillig vorstellt, der ist auf dem Vampir-Trip. Ach, ganz ja. Einfach. Schau an. Ja. Aber das weißt du, ich nicht. Das ist ja schon schön. Lese ich die Bücher? Oder du? Du schleppst die doch an? Ja. Vielleicht musst du die auch mal lesen. Wieso ich? Nein. Die so, für dich. Das waren die Neuzugänge. Jetzt machen wir noch den. Jetzt machen wir die Altzugänge. Nee, es kommen wahrscheinlich die mickrigen. Das ist eine mickrige Lesemonat. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher ich muss. Der Lesemonat, ja. Und schiebt mal den Rollwagen rein. Ne? Nee, ich glaube nicht. Nicht. Ich glaube nicht. Na gut, na dann, bis gleich. Ja, für die nicht bis gleich, aber für uns bis gleich. Für uns bis gleich und für die anderen bis später. Ja, ja, und tschüss. Hallo.
Hallo ihr Leseratten, willkommen zum neuzugänge Video für Februar. Februar. Tja, wir hängen ein bisschen hinterher. Erst mal auf dem Kalender ja, guck. Aber wir haben noch nicht gedreht, du hast immer Ausreden gehabt. Ich habe Ausreden gehabt, du hast es einfach nur verplant. Nee. Na bestimmt. Nee. Immer wenn ich wollte, warst du müde. Es geht doch von danach da. Ja. Doch, du mit deiner Richtung ist ja. Also nochmal. Ja. Mhm. Und deine Liste hast du auch schon ausgedruckt, die du brauchst und so. Liste. Du hast heute keinen Plan. Keine Liste. Bitte hat heute keinen Plan und ich fange jetzt einfach. Nein, warte, wir müssen aber von vorne anfangen. Wieso von vorne? Weil wir jetzt Quatsch gemacht haben. Haben wir gar nicht. Ist doch alles gut. Nee, haben wir nicht. Warte mal. Hallo, ihr. Warte doch mal, bitte. Ey!